Elbland Klinikum Radebeul, Ende November 2016. Gespannt warten Mitarbeiter und Gäste auf den feierlichen ersten Spatenstich zu einem Bauvorhaben mit dem Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro. 15 Millionen kommen dabei vom Freistaat. Gemeinsam haben wir Sie als Krankenhausträger, die Planer und auch das Sozialministerium, mein Haus, ein, wie ich meine, optimales Ergebnis für Radebeul erreicht. Wobei wir als Sozialministerium natürlich immer unsere finanziellen Rahmenbedingungen und die möglichst gerechte Verteilung der Fördermittel in die Überlegung und Entscheidung mit einbeziehen müssen. Landrat Steinbach weiß das Engagement des Sozialministeriums zu würdigen, da die Mittel für den Krankenhausbau in Sachsen durchaus begrenzt sind. Wir wissen, dass in diesem Doppelhaushalt, wo das Geld herkommt, nur Bautzen und die Elbland-Kliniken zum Zug kommen konnten. Ich freue mich, dass weitere Krankenhäuser jetzt folgen. Und es sind auch die Krankenhäuser, die es am meisten notwendig hatten. Gleich mehrere Fachbereiche des Elbland-Klinikums Radebeul sind so erfolgreich, dass die derzeitigen räumlichen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Unter anderem auf Initiative des Brustchirurgen Dr. Marx wurden deshalb die Erweiterungspläne vorangetrieben. Die Gesundheitsversorgung, das ist unsere Aufgabe im Landkreis Meißen und auch ein bisschen darüber hinaus. Und natürlich brauchen wir hier auch Entwicklung infrastrukturell. Wir brauchen das Personal, das ist ganz wichtig, ohne Personal geht es nicht. Aber wir brauchen auch hier die Infrastruktur dafür. Die Erweiterung dieser Infrastruktur dokumentiert die erfolgreiche Entwicklung der Elbland-Kliniken in den letzten Jahren. Fehlentwicklungen in der Ausrichtung der größten kommunalen Klinikgruppe Sachsens wurden durch die Mannschaft um Vorstand Frank Ohi konsequent gestoppt. Das nötigt auch der Politik Respekt ab. Ich denke, es gibt auch wieder ein sehr, sehr angenehmes, über alle Fraktionsgrenzen hinweg engagierte Zusammenarbeit im Aufsichtsrat, an der Sache orientiert, im Kreistag. Und das hat uns dazu geführt, dass wir tatsächlich jetzt hier diese Erweiterung gehen können und es ein neues Vertrauen in den Kliniken ist. Auch die wirtschaftlichen Ergebnisse bestärken uns in der Richtigkeit des Weges. Der wirtschaftliche Erfolg war dann auch ein Baustein, um die Entscheidung des Sozialministeriums zu rechtfertigen. Darauf können Sie stolz sein. Darauf können Sie stolz sein, weil das ist Ihr Erfolg. Und Sie können sich sicher sein, dass solche positiven Meldungen die Bürgerinnen und Bürger gern lesen und mein Haus auch gern. Der Erweiterungsbau soll unter anderem die ersehnten 20 Betten für den Fachbereich Senologie aufnehmen. Außerdem entsteht eine moderne Notaufnahme und die Kapazitäten der intensivmedizinischen Betreuung werden erweitert. In einem zweiten Bauabschnitt soll der OP-Trakt zwei dringend benötigte neue Säle erhalten. Heute beginnen wir ein richtungsweisendes Bauprojekt, von dem wir überzeugt sind, dass es für eine erfolgreiche Zukunft dieses Hauses, für die Patientenversorgung und auch für die Beschäftigten steht. Auf dem beengten Gelände des Elbland-Klinikums Radebeul werden die Monate des Umbaus erst einmal viele neue Herausforderungen bringen, bis sich dann mit Abschluss der Bauarbeiten die Arbeitsbedingungen verbessern. Wir werden vieles nur gemeinsam schaffen, vor allem auch mit Ihnen als Mitarbeiter. Und das ist einfach wichtig und das sollte auch uns immer wieder bewusst sein. Und wir sollten uns auch bewusst sein, dass natürlich die Zukunft noch viele Hürden uns bringen wird. Aber dankbar sein sollten wir für so einen Tag wie heute, der einfach schön ist, weil wir hier doch für die Zukunft, für die Region etwas machen. Bevor die Bagger, Kräne und Betonpumpen anrücken, ist noch kurz Zeit für den symbolischen ersten Spatenstich. Die Skeptiker sind verstummt und die Optimisten freuen sich, dass der Einsatz vom Anfang des langen Weges nun doch belohnt wird.